Hallo Scamjäger und alle interessierten Zuhörer. Hier ist der Callcenter Crasher mit einem neuen Sonntagsvideo. Wie immer geben sich die schlecht vorbereiteten Betrüger die Klinke in die Hand. Verfolgt nun gerne, wie ich diese Gestalten in die Ratlosigkeit und Verwirrung stürze. Ich hoffe, ihr habt etwas Spaß mit diesen teilweise schon recht alten Aufnahmen. Und na klar, wie immer geht's nach dem Intro los. Hallo? Guten Tag, Herr Meier. Schwarz, mein Name. Ruf von der Handelsplattform Non an. Grüß Sie. Hallo. Hallöchen. Sie haben sich ja jetzt registriert drauf. Bin für die Handelskontenaktivierung zuständig. Bernd Schwarz, mein Name. Grüß Sie. Hallo, ja, Herr Schwarz. Hallöchen. Herr Meier, wie möchten Sie denn gern die Registrierung bzw. die Aktivierung des Handelskontos durchführen? Wie gehabt über PayPal? Die sichere Zahl hat oder eine andere Methode? Ich habe noch nie über PayPal irgendwas gemacht. Ich habe gar kein PayPal. Oh, okay. Da wurde dann höchstwahrscheinlich ein Systemfehler gemacht, weil da stand PayPal angeklickt, deswegen. Okay, dann. Entschuldigen Sie bitte. Kein Problem. Welche Methode möchten Sie denn gerne zur Aktivierung des Kontos wählen? Welche Firma waren Sie jetzt? Ich wundere mich gerade ein bisschen. Ich wollte Gasprofit machen. Genau, das ist ja Non-Gasprofit. Sie haben sich ja über die Werbung registriert. Das Richtig. Ist ja Gasprofit. Genau. Und die Firma heißt Gasprofit. Die Plattform vom Werbe. Die Firma heißt Gasprofit und ist die Handelsplattform vom Werbemarkt. Gasprofit. Weil ich habe mich nur angemeldet, ich habe ja noch gar keine Webseite gesehen von Gasprofit. Genau, Sie haben ja dort nur, höchstwahrscheinlich, schaue ich mal nach, Name, Rufnummer und die E-Mail-Adresse hinterlegt. Richtig. So wie ich es gerade sehen kann, genau. Bei der Aktivierung, nach der Aktivierung erhalten Sie die ersten Login-Daten zur Handelsplattform, ja, und dort tun Sie dann sich nochmal verifizieren mit Ihrem Ausweis. Ja gut, aber ich möchte ja erstmal eigentlich gerne die Webseite erstmal sehen überhaupt. Ich habe ja gar keine Webseite gesehen. Wurden Sie denn nicht auf die Handelsplattform vom Werbemarkt dann weitergeleitet? Nein, ich habe einfach nur gekriegt Congratulations und das war's. Mehr habe ich nicht gekriegt. Okay, das ist dann höchstwahrscheinlich in dem Moment untergegangen oder so. Sie müssten eigentlich direkt auf die Handelsplattform weitergeleitet werden. Nee, bin ich nicht. Von Werbemarkt, das ist... Okay, können Sie mir die Webseite mal nennen? Dann kann ich da jetzt mal drauf gucken. Gerne. Das ist die Werbemart. Wie schreibt also sich das? Ich buchstabiere. Gerne. Das ist die Vogel V. Emil. Richard. Vogel V. Emil. Martha. Anton. Richard. Theodor. Co. Also... Werbemarkt.co. Genau. Okay, gut. Dann kann ich da ja mal einen Blick drauf werfen. So. Ah ja, jetzt sehe ich das. Okay. Na prima. Dann geht das ja. Sehr schön. Gut. Ja, jetzt können Sie mal weiter erzählen. Und zwar, wir tun immer unseren Kunden, immer von einem Kundenservice aus aktivieren. Sie würden nach der Aktivierung auf die E-Mail-Adresse, die hier hinterlegt ist, im System meier123@mailbox.org, dort die Aktivierungslink erhalten und ihre mit der E-Mail-Adresse und mit dem vorläufigen Passwort, das Sie einmaligen Passwort erhalten, können Sie sich schon auf die Handelsplattform einloggen. Sie können dann auch Ihre Balance sehen. Ende des Gesprächs, ich weiß jetzt nicht, Herr Meier, haben Sie denn schon Erfahrung in der Branche, in der Trading? Nee. Okay. Am Ende des Gesprächs, nachdem Ihr Konto aktiviert ist und Sie dann auch Zugriff drauf haben, würden wir dann noch einmal einen Termin fixieren, wo Sie dann mit dem Fachexperten nochmal sprechen können, Ihnen die Plattform komplett erklären, wenn Sie Fragen haben, von A bis Z, einfach stellen, die sind dafür da, Ihnen die Antwort zu geben. Bitte nicht denken, diese Frage hört sich doof an, weil ich das gemacht habe
Und das hat mich ein bisschen Geld gekostet. Nicht denken, eine Frage ist doof. Nee, wie die Fachexperten sagen, es gibt nur dumme Antworten, keine schlechte Fragen. Deswegen mal alle fragen, was sie gern möchten. Und ja, und dann können sie anfangen zu handeln oder beziehungsweise die künstliche Intelligenz für sie handelt. Okay. Gut, die künstliche Intelligenz. Okay, aber Hauptsache, ja gut, was heißt handeln? Das macht ja die dann halt, ne? Ich wollte ja nur investieren Genau, die eigentlich. Broker machen. Genau, die Broker machen das für Genau, sie. ich wollte ja nicht selber handeln. Na, das ist Genau. gut. So. Gut, und da ich ja nun kein PayPal habe, wie geht das nun weiter? Also Sie haben PayPal, Sie können PayPal, haben Sie nicht, Online-Überweisung oder Kreditkarte? Nee, ich würde das dann Online-Überweisung machen. Okay. Die E-Mail-Adresse, die ich Ihnen genannt habe, ist ja dann auch die aktuelle. Richtig, natürlich. Sie würden dann innerhalb, Sie würden dann gleich eine E-Mail erhalten, das von meinem System aus automatisch rausgeht, sage ich mal so. Ich drücke jetzt nur gerade auf Link versenden und Sie erhalten das dann. Bitte darauf auch achten, da wir bis jetzt keinen Schriftverkehr hatten, könnte es auch eventuell im Junkmail oder im Spam-Ordner landen. Ja, okay, Leider ich habe mein Gottes. E-Mail-Postfach auf, ich kann gucken. Also, bis jetzt ist noch nichts da. Okay. So, schau ich mal nach. Die wurde jetzt versendet. In ein paar Minütchen oder in ein paar Sekündchen müsste es dann da sein. Ja, bis jetzt ist noch nichts da. Kann ja eigentlich nicht so lange dauern im Internet. Genau. Immer noch nicht. Das wäre jetzt aber. Nö, nichts da. Jetzt ist was da. Jetzt ist was da. So, jetzt habe ich das. Wir hatten auch heute, beziehungsweise mein PC hat heute noch einen Ausfall. Dachte jetzt, war es wieder ein kleines Problem, aber anscheinend nicht. Okay, hat mal so einen kleinen Herzflimmer. Ich sehe hier einen Link, Market Trends Education. Ich möchte doch bei Ihrer Firma handeln, investieren. Sie hatten auch bei uns bei Werbemat, genau, aber Ja, das ist ja so, Sie dürfen ja nicht, da brauche ich einen doch Moment, Ihr. genau, das ist ja so, das ist ja eine Kreditkarte, das ist so wie wenn Sie draußen etwas essen, zahlen Sie ja mit der Kreditkarte oder mit der EC-Karte immer auf so einem Gerät, richtig? Das ist das Richtig. Online-Gerät, weil Sie zahlen nicht in unsere Unternehmen, sondern direkt auf ihr Handelskonto. Und Ja es geht gut. über diese Firma Klarna. Klarna? Nee, ich wollte die auf Genau, I. wenn Sie dort drücken, Nee, ich brauche eine genau, IBAN. Klarna ist ja nur die. Ich Nee, brauche eine. nee, Doch, brauche das ich. ist das. Ich möchte direkt auf Ihre Firma überweisen und nicht über Klarna, über Drittanbieter. Okay, aber wenn Sie auf unsere Firma überweisen, das ist ja so, wir sind die Handelsplattform, ja. Sie müssen es auf Ihre Handelsplattform leiten. Und da haben wir leider keine IBAN, weil wenn wir jetzt Ihr Geld nehmen, Wie, Sie haben kein würde es Konto? dann. Wir haben ein Konto, Ja, aber dann brauche ich doch nur die verstehen Sie mich IBAN. nicht falsch. Ja, das ist doch Verstehen ganz Sie mich nicht einfach. falsch, aber das. Ich Nein, verstehe Sie gucken gar Sie nicht doch mal. momentan. Okay, hören Sie mir doch dann ganz kurz zu. Ja, Sie hören ja Wir scheinbar mir dürfen nicht kein zu. Geld als Unternehmen. Aber. Es geht einfach nicht. Wenn wir ihr Geld als Unternehmen annehmen, wäre das eigentlich Betrug, Nein, es weil wir ist nicht nicht das Geld an Betrug. unser Unternehmen. Wieso, wenn ich Sie tun es ja direkt. irgendetwas kaufe oder irgendeinen Dienstleistungs kaufe, dann kann ich das immer direkt bei Genau. der Firma bezahlen. Ja. Ja, Aber die und bei Ihnen kann ich Dienstleistung ist das ja so, nicht. Sie zahlen es auf ihr Handelskonto ein. Ja, Wenn Sie es aber bei auf unsere Ihnen, Kontos einzeln. bei Ihnen, bei Ihrer Firma. Also, wie gesagt, Sie zahlen es direkt auf Ihr Handelskonto und da Ja, Ihr aber Handelskonto keine IBAN hat, das Handelskonto liegt geht doch es. bei Ihrer Firma.
Ja, aber das Geld darf nicht in unser Unternehmen reinfließen. Warum Dann ist es nicht? ja so, als es unser Gewinn ist. Das ist ja Ihr Geld. Ja, Das ist eben. so wie Sie arbeiten Sie doch mit tun. meinem Geld. Ja, aber mit Ihrem Handelskonto. Das darf nicht, wenn es auf unser Geld, das ist ja so, nach dem neuen Gesetz, wenn wir es auf unsere IBAN Welches Gesetz ist denn weiterleiten, das? besser gesagt, ich leite sie an unsere Finanzabteilung, dürfen die das dann Ihnen erklären? Ja, gerne. Ja, und die können dann Ihnen dann das weiter. Einen kleinen Augenblick bitte. Ja. So, ich leite sie innerhalb 10 Sekunden weiter. Die Kollegin ist gerade am Telefon und wenn sie aufgelegt hat, wird sie mich dann verbinden, ja? Okay. Danke Ihnen, kleinen Augenblick. So, Herr Mayer, ich leite Sie weiter. Ach, ja, ich dachte, Sie hätten mich schon weitergeleitet. Nee, jetzt hat die Kollegin mich kontaktiert. Ich leite Sie weiter. Wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Auf Wiederhören. Jo, tschüss. Ja, hallo. Hallo? Grüße Sie, Herr Vorreiter. Ja? Marco Pavlik am Apparat. Ich Ja. melde mich von Fox Management Unternehmen. Ich hoffe, Sie können uns noch zuordnen. Nein, kann ich nicht. Okay, ich helfe Ihnen auf die Sprünge. So, wir sind Brokerhaus, Finanzunternehmen. Es geht um ein Angebot, das wir am Laufen haben. Das wollte ich mal gerne Ihnen vorstellen. Bezüglich Welches Online-Trading. Brokerunternehmen sind Sie denn? Weil der Name kommt mir Fox. gar, der kommt mir gar nicht bekannt vor. Woher haben Fox Sie denn? Management. Ja, bitte. Ja, woher haben Sie da meine Nummer? Also, Sie mussten irgendwo recherchiert Interesse gezeigt haben. Ach, wenn man In recherchiert, kriegt diesem man gleich Bereich. direkt einen Anruf? Nein, nein, das funktioniert so. Ganz kurz, wenn Sie mir erlauben, ich kann Ihnen das erklären. Ja, dann erklären Sie mal. Sobald Sie das recherchiert haben oder waren Sie schon aktiv oder Interesse gezeigt haben, in diesem Bereich, Ihre Daten werden dann verteilt durch die Plattformen, ne? Und sobald wir Neuigkeiten haben bzw. Angebote, dann rufen wir die potenziellen Kunden an, um das alles mitzuteilen. Ja, Und und natürlich dann welche entscheiden Sie. Plattform hat jetzt meine Daten verteilt? Das kann ich ja nicht sagen, also ich weiß Das das selber müssten Sie doch nicht. eigentlich sagen. Nee, Von also ich wo weiß es haben, nicht. von wo haben Sie denn meine Daten überhaupt? Also wie gesagt, Sie wissen besser, wo Sie geklickt haben oder Nee, Ihre weiß ich Daten nicht. Also eingegeben. Fox sagt mir gar nichts. Nee, muss das, schauen Sie, das muss Was nicht soll ich bei denn uns schauen? gewesen sein. Ja, Sie lassen mich nicht reden, oder? Ja, Sie fragen mich, schauen Sie und ich sage, was soll ich denn schauen? Ja, hören Sie mich zu, dann werden Sie es verstehen, oder? Ich höre sich zu. Okay. Sie haben Ihre Daten irgendwo bei irgendwelcher Plattform eingegeben, ne? Sobald Sie das gemacht haben, Ihre Daten gehen weiter, die werden sich verteilen. Verstehen Sie? Und jede Plattform, die existiert, die lizenziert ist, wenn die Neuigkeiten haben, die rufen die potenziellen Kunden an, die Interesse gezeigt haben in diesem Bereich, um das Angebot vorzustellen. Weil jeder will sie natürlich als Kunde gewinnen, oder? Daher kommt dieses Anruf. Okay, und wie heißt jetzt Ihre Plattform? Fox Management Kann ich mir, Trading. können Sie es mal buchstabieren? Natürlich, kann ich gerne machen. So, ganz kurz. Www. Ja. F wie Friedrich. Ja. O wie Otto. X wie Xaver. M wie Martha. N wie Nordpol. G wie Gustav. T wie Theodor. .com. .com. Ich wiederhole nochmal. Friedrich Otto Xantippe Martha Nordpol Gustav Theodor.com. Genau. Okay. Dann versuche ich die mal aufzurufen. Kein Problem. So. Und wie sieht das aus mit Erfahrungen? Hatten Sie schon oder nicht?
Ja, ich habe schon Erfahrung. Okay. So, okay. Dann wissen wir das ja schon mal gut. So, und was bieten Sie jetzt an? So, wir wollen erstmal ein Testgeschäft machen mit den Neukunden. Das heißt, wir gehen nicht direkt mit Investitionen, sondern erstmal einander kennenlernen, damit Sie sehen, wer wir sind, was wir in der Lage sind zu erreichen bei der Börse, was für Rendite wir machen für Sie. Und dann, nach 14 Tagen, werden Sie das alles erfahren, ob Sie Auszahlungen machen können und so weiter. Falls alles stimmt und Sie sind zufrieden mit unserer Leistung, dann können Sie nach dem Test weiter bei uns bleiben und dann erst investieren. In diesem Fall, bei dieser Testphase, sobald Sie das Konto aktiviert haben, Sie bekommen das doppelte Betrag von uns obendrauf. Das ist eine Art Unterstützung. Und mit dem Gutschein werden wir das Test machen. Nicht mit Ihrem eigenen Geld. Ihres Geld landet auf der Seite als Deposit. Das heißt also, Sie Das. richten mir ein Demokonto ein. Nein, ein richtiges Konto. Ja, dann ist Und es ja Sie kein bekommen. Test. Dann ist es ja kein Doch. Test. Nein, Ja, dann bei ist es ja Demokonto kein. können Wenn Sie ich nicht Geld befassen. überweisen muss, ist es kein Test. Sie überweisen Geld nur wegen Aktivierung. Sie haben das Geld nicht investiert. Das sind zwei verschiedene Ja, Sachen. aber ich überweise es auf Ihre Plattform. Nicht auf unsere, auf Ihren Namen, auf Ihren Account. Und Ja, Sie haben und Zugriff nur wo da. liegt dieser Account? Bei Ihrer Firma. Genau. Ja, also doch bei Ihrer Aber dieses Plattform. Geld, darf ich ganz kurz? Natürlich. Sie überweisen 199 Euro und dann sind Sie automatisch aktives Kunde bei uns, ne? Dann bekommen Sie 200 Euro von uns. Ihres Geld landet auf die Seite als Deposit. Und das bleibt so stehen, solange das Test dauert, ne? Wir werden das Test mit dem Gutschein machen, beziehungsweise der Broker. Und er macht da Rendite schon in 3, 4 Tagen. Sie können schauen, ob Sie Auszahlungen machen können und so weiter. Und Ihres Geld ist immer noch auf die sichere Seite. Also bleibt stehen. Nochmal, als Deposit. Falls es Ihnen das nicht gefällt nach der Testphase, Sie lassen Ihre 200 Euro wieder auszahlen. Gewinne, die wir für Sie gemacht haben, ebenso. Und unsere Wege werden sich trennen. Verstehen Sie? Sie müssen nicht bei uns, Sie sind nicht verpflichtet, 6, 7 Monate, ein Jahr bei uns bleiben. Falls das Ihnen nicht gefällt. Ja, Ich das war's denke mal, es ist jetzt. ein faires Angebot. Ja, gut, okay. Dann können Sie mir erstmal ein bisschen was über Ihre Firma erzählen. Kein Problem, ich kann Ihnen was zukommen lassen. Nö, das können Sie Also erstmal unsere. erzählen. Was soll ich Ihnen erzählen? Stellen Sie Fragen. Ja, zum Beispiel, wo ist der Sitz dieser Firma? Unsere Firma befindet sich in Deutschland natürlich. Sie sind eine Passau. deutsche Firma? Deutsch-Englisch. Wie, was? Also, man kann ja nur einen Hauptsitz haben, einen rechtlichen Sitz. Nee. Doch. Hauptsitz ja, aber Niederlassungen schon. Da, ich habe ja nicht nach Niederlassungen gefragt. Ich habe. Hauptsitz ist in England natürlich. Und in Deutschland, wir sind in Passau, wir sind ebenso in Österreich, Schweiz, überall, wo deutschsprachiger Raum ist. Ne? Okay, gut, okay. Natürlich, wir sind ein lizenziertes Unternehmen. Wo sind Sie lizenziert? Das können Sie prüfen natürlich. Wenn Sie, Ja, wo sind Sie lizenziert? Das können Sie mir sagen, bestimmt. wo wir lizenziert sind. Ja. Hallo. Bei FCA natürlich. Ach, bei FCA. Ah ja, das sagt mir was. Das ist in England, ja? Genau. Gut, prima. Haben Sie dann mal Ihre FCA-Lizenznummer für mich? Ja, klar habe ich das. Ja. Nur wenn Sie mir sagen, wie soll ich Ihnen das zukommen lassen, per Einfach E-Mail oder sagen. per WhatsApp? Einfach sagen. Ah, Lizenznummer einfach sagen. Richtig. Okay. Hallo? Ja, ganz kurz bitte. Warum? Wissen Sie die nicht auswendig? Mein Lieber, ich habe 500 Kunden. Ja und? 5, Und? 6, 4, schreiben Sie. 5, 6, 4. 6, 4. 5, 0, 4. 504. Ich wiederhole 564504, richtig? Genau, ja genau. Okay. Gut. Weitere Fragen? Ja, ich ja natürlich, klar.
Wissen Sie, was ich. Ja, okay. Und Ihr Firmenname ist? Ja, ich habe Ihnen vorhin buchstabiert. Sie Ja? haben ja doch auf Ihrem PC, oder? Ja, gut. Gut, alles klar, okay. Also Ihr Firmenname für die Lizenz ist Michael Fox. Genau. Ja, nee, Ihr Das ist Firmenname war vorher anders. Michael Fox ist unser Geschäftsführer, mein Lieber. Warum sind Sie so durcheinander oder möchten Sie mich irgendwie Hallo, durcheinander bringen? mal ein bisschen anderen Ton. Wollen Sie so Kunden Wie ich gewinnen? rede? Nein, ich rede so, wie ich will. Außerdem Ja, bei die schön, Börse. schön. Bitte was? Das ist eine Art, wie Hey, man nicht bei so die Börse arbeitet. schreien! Schreit gar nicht Hallo? auch! Ja. Entweder redest du vernünftig oder du bist raus. Ich bin raus. Tschüss, Betrüger! Ich bin raus von meinem Zuhause. Ja, tschüss, Betrüger. Ja, auf Wiedersehen, mein lieber Herr. Tschüss, Betrüger. Ich bin Betrüger, denken Sie, oder? Ja, weiß ich. Sie wissen das. Genau. Ach so. Prüfen Sie erst mal nach Ich und dann habe können Sie geprüft. sowas. Ich habe Was geprüft, haben Sie geprüft? dass du ein Betrüger bist. Sie haben geprüft, dass ich ein Betrüger bin. Richtig. Wo haben Sie das gemacht? Kann ich dir genau sagen, bei der FCA. Bei der FCA. Sie haben Richtig. geprüft. Und wir sind Betrüger. Richtig. Weil diese Webseite, diese Telefonnummer wird nur von Betrügern angerufen. Die ist extra dafür eingerichtet, um Haben Sie YouTube-Videos, Telefonnummer? um YouTube-Videos zu schalten, um Betrüger zu verarschen. Und auch dieses Video wird wieder bei YouTube kommen. Ja, genau. Das lachen wir genauso. Über einen so dummen Betrüger. Genau. Genau. Ja, schön. Kannst du noch was anderes außer lachen? Ah, du hast einen Furz im Gesicht? Hallo? Ja, hallo, guten Tag, Herr Rutenmüller. Ja. Gut, mein Name ist Frau Nowak und ich weiß, Sie haben sich interessiert für um passives Einkommen. Ja, wann war denn das? Ja, schauen Sie bitte, wir sind ein internationales Unternehmen, wir sind eine Brokerfirma und wir bitten Ihnen Hilfe Hallo. mit dem Handel. Ja. Ich habe gefragt, wann war denn das? Also wann war denn das? Ja, richtig, Das das habe kann ich ich jetzt gefragt. nicht so genau sagen. Wie, wenn ich mich bei Ihnen angemeldet habe, müssen Sie mir das doch sagen können. Ich habe das nicht gesagt, dass Sie sich angemeldet haben. Ich Ach habe gesagt, so. dass ich weiß, dass Sie haben sich interessiert für Gut, passives woher haben Sie da Einkommen. meine Daten? Weil Sie früher haben sich registriert Wo bei denn? anderen Unternehmen. Och, und Ich kann das auch nicht. dann kriegen andere Daten, andere Firmen meine Daten. Ich weiß das nicht so genau, wie das alles funktioniert, aber jetzt habe ich Ihnen da Ihre Daten, weil Sie haben sich registriert. Wann war das, kann ich nicht sagen, ja? Und Sie wissen auch nicht wo. Aber Sie haben meine Daten. Ja, genau. Das heißt, Sie verstoßen also gegen das Datenschutzgesetz. Das habe ich nicht persönlich gemacht, ja? Gut, dann erzählen Sie mal ein bisschen. Ja, wie gesagt, wir sind ein internationales Brokerfirma und Sie können dann mit Hilfe von unserem Unternehmen Geld auf dem Finanzmarkt verdienen, mit dem Handeln, ja? Sie können dann mit uns in zwei Varianten arbeiten. Sie können mit unserem automatisierten Handelssystem handeln. Dieses automatisierte Handelssystem wird für Sie selber automatisch die Transaktionen eröffnen oder Sie können das auch mit unserer Experten das machen, mit unseren Analytikern. Ja? Ja. Okay. Ja, und wenn Sie möchten das mit unseren Analytikern zum Beispiel machen, dazu brauchen Sie ein bisschen mehr Zeit, weil unsere Analytiker wird mit Ihnen zusammen das machen. Sie werden dann selber diese Transaktion eröffnen und unsere Analytiker wird Ihnen nur sagen, was Sie dann kaufen sollen, für welche Preis, wann und so weiter, ja. Er wird für Sie Ihr eigener
persönliche Handelsstrategie machen. Mhm. Oder wenn Sie dann keine Zeit haben, keine Freizeit, ich weiß nicht, wo arbeiten Sie dann? Das geht Sie doch noch gar nichts an. Ich kenne Sie doch gar nicht. Warum soll ich Ihnen sagen, wo ich arbeite? Okay, dann können Sie mir dann nicht sagen. Gut, wenn Sie dann keine Freizeit haben und möchten einfach viel Geld verdienen, dann können Sie mit unserem automatisierten Handelssystem das machen. Ja? Mhm. Sagen Sie mir dann bitte, welche von diesen zwei Optionen ist dann für Sie interessanter? Ich bin in erster Linie Investor. Das heißt, ich möchte Geld investieren und der Broker vermehrt das Geld für mich. Das heißt, ich will nicht selber handeln. Okay. Aber das, Sie können dann vielleicht bei uns ein Depot machen. Das ist ein Konto, wo Sie werden dann Aktien kaufen. Das ist wie in der Bank zum Beispiel. Ja, und so pro Jahr werden Sie dann Ihr 20% kriegen. Ja, Sie werden dann bestimmtes Aktien zum Beispiel kaufen für längere Zeit. Und dann nach einem Jahr werden Sie dann Ihr Gewinn erhalten. So werden Sie dann ohne Risiko handeln. Ja, und dann brauchen Sie nicht so viel tun. Ja, ich will ja nicht handeln, der Broker soll ja für mich handeln. Ja, wie gesagt, das können Sie mit uns dann nicht so machen, ja? Sie brauchen dann entweder zusammen mit unserem Broker handeln oder Sie können Der Broker soll für mich handeln. So ist das im Allgemeinen, wenn man Investor ist. Das Hallo. Ist nicht so. Ja. Doch, das ist Hallo. So. Ich handle schon. Und im Allgemeinen ist es so, dass der Broker für mich handelt. Der hat meine Erlaubnis für mich allein? Ja, der Broker macht das für mich. Deswegen beauftrage ich einen Broker. Okay. Sie meinen, das Broker hat Zugang zu Ihr Handelskonto und weil Sie ihm das erlauben haben, dann kann er von Ihr Konto dann handeln, ja, für Richtig. Sie. Okay, und Sie machen das schon so, ja, und haben Sie dann gute Gewinne schon erhalten? Natürlich. Ja, das ist super. Und mit welchen Vermögenswerten handeln Sie? Das verschiedenste, Rohstoffe, Aktien. Okay. Ist das eine bestimmte Firma? Ja. Okay, das ist gut, dass Sie das machen. Und wissen Sie, weil bei uns das ist ein bisschen anderes. Wir bitten ihr unsere Broker, die schulen unsere Kunden. Und das ist das so, dass unsere Kunden, wenn unsere Kunden arbeiten mit uns, dann unsere Analytiker schulen sie noch auch dabei. Und das bedeutet, dass nach Zeit werden Sie dann diesen Bereich auch selber verstehen können. Ja, deswegen, ich verstehe es ja so schon. Ja? Warum machen Sie dann das nicht selber? Ja, weil ich Zeit habe, weil ich selbstständig bin. Also, hab verstanden. Das ist schön. So, ja, das ist schön auch, dass Sie das... Ja. Ja, und welche Firma sind Sie jetzt? Ich rufe aus der Firma Infinity Invest. Mhm. Haben Sie da mal eine Webseite? Ja, haben wir. Ja, buchstabieren Sie bitte mal. Wie bitte? Buchstabieren Sie die bitte mal, damit ich Ihre Seite mal ansehen kann. Ja, warten Sie kurz eine Minute. Das ist nicht richtig. Wie? Wieso ist das nicht richtig? Ich habe nicht richtige Seite eröffnen jetzt. Ja, Ihre Webseite möchte ich natürlich sehen. Ja, ich verstehe das, aber ich brauche ein bisschen Zeit. Ich habe das jetzt nicht so im Kopf, ja? Sie kennen Ihre eigene Webseite nicht? Ich möchte eher Ihnen das genau sagen, ja? Und wie das ist am Ende, ich habe das jetzt nicht im Kopf. Na gut, dann suchen Sie mal raus. Ja. Hallo? Gut, hallo? Ja.
Gut, dann können Sie schreiben jetzt. Ja. I wie Ida. Ja, weiter. N wie Nordpol. Brauchen Sie für jeden Buchstaben jetzt so lange? Dann schreiben Sie Infinity mit Y. Buchstabieren bitte, aber nicht so lange Zeit lassen dazwischendurch. So viel Zeit hat man nicht. Dann F haben Sie geschrieben, schreiben Sie wieder I wie Ida, N wie Nordpol, I wie Ida, T wie Theodor und Y. Ja. Und dann weiter I wie Ida, N wie Nordpol, V wie Vater, I wie Emil. Haben Sie geschrieben? Ja. S wie Siegfried. T wie Theodor. Ja. M wie Martha. E wie Emil. N wie Nordpol. T wie Theodor. P wie Paula. A wie Anton. R wie Richard. Ja. T wie Theodor. Ja. N wie Nordpol. E wie Emil. R wie Richard. Und S wie Stefan oder Infinity Investment Partners. Ja, .com. .com, gut. Dann schauen wir uns die Seite doch mal an. So, eine graublaue Seite. Hallo. Ja, genau. Gut. Und? Ja, ich sehe gerade, wo kann man die Sprache umstellen? Da können Sie leider nicht Sprache umstellen. Warum nicht? Weil das geht nicht. Na, das ist mal eine klasse Begründung. Weil geht nicht? Und Sie wollen international sein? Ja. Englisch ist internationale Sprache. Ja gut, aber eine internationale Firma stellt sich auf internationale Kunden ein, indem sie länderspezifische Sprachen anbietet. Ja, genau. Ja, machen Sie ja nicht. Ja, ich muss jetzt leider dieses Gespräch beenden, ja? Ich sehe, dass Sie kein Interesse haben. Doch, habe ich ja. Aber wenn Sie haben also kein Interesse an Kunden. Okay, kein Problem. Legen Sie auf, dann gehe ich zu einem anderen. Kein Problem. Ja, machen Sie das. Genau. Tschüss. Tschüss. Okay. Also, wie schon gesagt, ich rufe Sie an, weil Sie sich vor kurzem für ein passives Einkommen interessiert haben, richtig? Das ist richtig, ja. Ja, super. Dann sagen Sie mir bitte, haben Sie vielleicht schon eine Erfahrung bei einem passiven Einkommen gehabt oder noch nicht? Nein, aber mit Trading. Ja, genau. Bei unserer Firma geht es eigentlich um Investitionen. Ja? Ja. Um was für Investitionen? Also, super. Also haben Sie da schon eine Erfahrung gehabt oder nicht? Ja, um was für Investitionen geht es denn bei Ihnen? Also ja, dann lassen Sie mich kurz erklären. Bei unserer Firma können Sie gerne in 4 Märkte investieren, sowie Rohstoffhandel, Aktienmarkt, Forex und natürlich Kryptowährung. Wenn Sie keine Erfahrung haben, das ist überhaupt kein Problem. Das sagte da ich doch gerade, dass ich Erfahrung habe. Wo Sie verschiedene... Also Entschuldigung, das habe ich nicht wirklich gehört. Tut mir leid. Hören Sie Ihren Kunden nicht zu? Aber trotzdem gibt es die Möglichkeit... Wie bitte? Hören Sie Ihren Kunden nicht zu, wenn die etwas sagen? Natürlich höre ich, aber vielleicht gab es ein Problem mit der Verbindung. Ach, auf einmal. Ich das einfach nicht mitgekriegt. Okay. Ja, also trotzdem können Sie verschiedene Materialien von unserer Plattform bekommen, sowie zum Beispiel Podcasts, Videolektionen, Vorlesungen und so weiter. Der Schwerpunkt ist, dass Sie alles nicht von allein machen müssen, sondern Sie werden von unserem Finanzberater unterstützt und geleitet. Er wird für Sie eine
Strategie ausarbeiten, einen Plan und eine Prognose erstellen, damit Sie Ihren maximalen Umsatz bekommen können. Also planen Sie das eigentlich als ein Zusatzeinkommen, oder? Nein, ich plane das als Investition. Ja, das habe ich verstanden. Aber soll es denn für Sie ein Nebeneinkommen sein? Nein. Oder? Sie planen das als Haupteinkommen, im Grunde genommen. Als Investition. Ja, das verstehe ich. Aber von Investitionen bekommt man doch Geld, richtig? Ja, und das hat doch nichts mit Zusatzeinkommen zu tun. Na, wieso nicht? Zum Beispiel sind Sie jetzt arbeitstätig und möchten ein zusätzliches Einkommen haben. Kann das so sein? Das kann so sein, aber darum geht es ja gar nicht. Hören Sie gar nicht zu? Ich sagte, das kann so sein, aber das muss ja nicht so sein. Ich bin Investor. Ich habe nicht gesagt. Ich habe doch nicht gesagt, dass es muss so sein. Ich habe nur nachgefragt. Ja eben, und ich habe das doch beantwortet. Ja gut, okay. Dann, also, da Sie sich für ein Einkommen interessieren, werden wir so sagen, ja, haben Sie bestimmt ein Ziel, oder? Ja, Geld verdienen damit. Ja, sehr gut. Dann sagen wir so zum Beispiel, bekommen Sie jetzt mehr als, sagen wir, 1000 Euro pro Monat oder weniger? Wie, was bekomme ich? Verstehe ich nicht. Wie bitte? Das verstehe ich Ihre Frage nicht. Das geht Sie doch gar nichts an, wo ich mein Geld verdiene. Damit meinte ich nur, dass wir möchten für Sie einen besten Finanzberater auswählen. Deswegen brauche ich mir zu wissen, welche Ziele Sie haben. Das sagte ich bereits. Geld verdienen, sagte ich. Ja, aber es gibt unterschiedliche Ziele. Möchte man zum Beispiel ein Haus kaufen oder eine Kredite auszahlen? Das geht Sie doch gar nichts an. Warum sollte Sie das etwas angehen? Verstehe ich nicht. Das habe ich doch gerade erklärt. Ja, warum geht Sie das was an? Und ach, die Qualität Ihrer Firma richtet sich danach, wofür ich mein Geld verwende? Nein, aber es geht um eine Strategie. Ja, und die Strategie ist davon abhängig, wofür ich mein Geld dann ausgebe, wenn ich es habe? Wie bitte nochmal? Oh je. Ihre Strategie richtet sich in der Qualität danach, wofür ich mein erwirtschaftetes das Geld ausgebe? Nicht nur davon. Ja, gar nicht. Das geht Sie gar nichts an, wofür ich mein Geld ausgebe. Ja, ich möchte das nicht unbedingt wissen. Ja, warum fragen Sie danach, wenn Sie es nicht wissen wollen? Warum schreien Sie mich an? Ich schreie. Wollen Sie, dass ich schreie? Nein. Na also, ich schreie doch gar nicht. Also, wie geht's jetzt weiter? Ja, ich habe Sie einige Fragen. Sie haben mir bereits gesagt, dass Sie schon einige Erfahrungen gehabt haben. Dann gibt es vielleicht ein bestimmtes Interesse für Kryptowährung, vielleicht für Aktienmarkt, oder? Ich habe einige Fragen. Welches war Ihre Plattform? Ich hatte mich auf einigen Plattformen angemeldet. Welches war Ihre jetzt? Unsere Firma heißt Anlagenkapital. Sie haben sicherlich eine Plattform, eine Webseite, richtig? Ja, natürlich. Okay, können Sie mir die mal nennen? Ja, anlagenkapital.co. Kapital deutsch geschrieben. Kapitals mit S am Ende.
Dann buchstabieren Sie es bitte mal. Wie bitte? Dann buchstabieren Sie es bitte mal. Mhm. A-N-L-A-G-E-N-K-A-T-I-T-L-S. Also ich wiederhole. A-N-A-L-A-G-E-N. Anlagen. A-N. Ja, das sagte ich. Haben Sie nicht zugehört? Nochmal. Anlagen und dann K-A-P-I-T-L-S haben Sie gerade buchstabiert. Capitals. Also ein A noch dazwischen, zwischen T und L. Ein A. Ja, genau. Anlagen Kapital. Und weiter? S. Bitte? Anlagenkapital.ch. Mit S am Ende? Anlagenkapital. Was ist denn das für ein Wort? S am Ende. Okay. Und dann weiter? Kapital.co. Ah ja, okay. So, dann haben wir das doch schon mal. War eine schwere Geburt. So. Gut, dann schaue ich mal auf Ihre Webseite. Schauen Sie bitte. Ah ja, AK. Okay. Genau. So. Mhm. Gut, prima. So, das haben wir ja schon mal. Und wie alt ist Ihre Firma? Wie lange sind Sie ja schon am Markt? Ich möchte gerne mit einem kompetenten und also langjährigen... Sie lassen mich nicht ausreden. Hallo. Also, unsere Firma existiert... Ja, ich bin da. Unsere Firma existiert schon mehr als 10 Jahre. Und wir haben also ausgebildete Fachkräfte, selbstverständlich, die viel Erfahrung bei verschiedenen Märkten haben. Was für Fachkräfte? Sie sagten, seit 10 Jahren gibt es Ihre Firma am Markt. Also ich habe gesagt, mehr als 10 Jahren. Okay, gut, sehr schön. Und Ihre Fachkräfte, welche Ausbildung haben Ihre Fachkräfte? Nochmal bitte? Warum hören Sie denn nicht zu? Es ist leise bei Ihnen. Verstehen Sie kein Deutsch oder was ist das Problem? Warum muss ich alles wiederholen? Jede Frage, die ich stelle, müssen Sie wiederholen. Warum? Nochmal die Frage. Welche Ausbildung haben Ihre Fachmenschen, Ihre Fachleute? Unsere Fachleute haben gute finanzielle Ausbildung. Was ist eine finanzielle Ausbildung? Sie brauchen nicht so unhöflich zu sein. Ich stelle einfach nur Fragen. Und Sie wiederholen meine Frage. Warum wiederholen Sie meine Frage dauernd? Sie haben sie doch verstanden. Haben Sie Sprachprobleme? Nein, habe ich nicht. Okay, dann ist ja gut. Also, ich glaube, Sie haben ein Problem mit Höflichkeit. Nein, Höflichkeit nicht. Wenn ich so nett von Ihnen mal begrüßt werde und dauernd alles wiederholen muss, dann habe ich ein Problem mit Höflichkeit. Wenn Sie nicht hören, okay, gut. Können wir mal dahingestellt lassen. Ich höre. Also, gut. Welche genaue Ausbildung haben denn Ihre Fachleute? Eine finanzielle Ausbildung? Das kann ja viel sein. Ja, eigentlich, Entschuldigung, was die Finanzen insgesamt angeht. Ja, was heißt denn, welchen haben die studiert? Ja, natürlich. Was haben die denn studiert? Finanzen allgemein, es gibt keinen Studiengang, der heißt Finanzen allgemein. Ja, es gibt eigentlich
keine Ausbildung zum Trader, sagen wir so. Aber der Mensch, der mit Finanzen beschäftigt, ja, er muss natürlich Finanzen wissen. Ja, Sie haben gesagt, er hat sie studiert, also richtig? Einfach. Wie bitte? Ach, schon wieder. Sie haben gerade gesagt, dass diese Fachleute studiert haben. Wie kann man denn Finanzen studieren? Welchen Studiengang haben die denn absolviert? Haben die promoviert? Ich verstehe nicht, was Sie damit meinen. Sie wissen nicht, was promovieren ist? Okay. Wo ist denn der Sitz Ihrer Firma? Weiß. Großbritannien. In Großbritannien. Okay, gut. Sehr schön. Sie sind ein Finanzdienstleister. Gehe ich da richtig in der Annahme? Ja, genau. Okay. Als Finanzdienstleister muss man doch reguliert sein. Wo sind Sie denn reguliert? Wir sind bei finanziellen Department reguliert. Bei wem? Finanzdepartement. Was ist denn ein Finanzdepartement? Welche Behörde reguliert Sie? Das Amt. Hallo. Hallo. Ist Ihr Telefon kaputt? Hallo. Ich höre Sie nicht mehr. Hallo. Sie können sich ja in Ruhe jetzt überlegen, ob Sie mir antworten wollen oder nicht. Sind Sie schon am Ende mit Ihren Weisheiten? Sie geben aber schnell auf. Die anderen Betrüger, da brauchen immer wesentlich länger, bis sie aufgeben. Oh, Sie sind aber kein guter Betrüger. Die anderen Scammer versuchen immer mehr zu erreichen. Und dann hatte der Chef sicherlich ein Einsehen mit dieser völlig überforderten Betrügerin und hat den Notausgang durch Auflegen gewählt. Wie kann man nur so schlecht vorbereitet in ein Betrugsgespräch gehen? Das war's also für dieses Sonntagsvideo. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und hoffe, ihr hattet etwas Spaß. Bis zum nächsten Video. Umgebt euch mit netten Menschen, bleibt aufmerksam und lasst euch vor allem nicht abzocken. Euer Callcenter-Crusher.